Herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay mit Alice Madness Returns. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby und ja, ich muss gerade selber erstmal gucken. Zuletzt waren wir eigentlich da stehen geblieben, dass wir irgendwie die Krake hier finden sollen. Achso. Ich wundere mich nur gerade, dass hier zu ist, also zurück geht wohl nicht mehr. Okay, dann schauen wir hier wohl doch mal nochmal weiter. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Ach so, einer schon wieder. Soll ich eine Uhr hinstellen? Zur Krake geht's da hoch. Also gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Mhm. Andere Seite. Das war knapp. Okay. Das hier ist dann wieder genau auf der anderen Seite, oder? Ja. So hält die Bombe, glaube ich, länger. Sehr schön, hat alles funktioniert. Wir können rüber. Oh, schon wieder sowas. Oh, noch eins. Sehr schön. Ah ja, okay. So, also da hinten hinaus war jetzt nichts mehr, oder was? Nee, ich muss da oben lang. Okay. Was hier mit dem Bläschen? Hui. Also nicht drin, aber vielleicht ist da ja doch noch mal irgendwas anderes drin zum Einsammeln. Aber scheinbar nicht. So, Mikrofon ist auch an, sehe ich. Habe ich vergessen nachzugucken, aber ist es ja jetzt auch an. Ich weiß nicht, wieso das bei dem vorletzten Teil irgendwie aus war am Anfang. Okay, steckt da wohl nirgends drin. Doch, muss er. Da ist er drin, ich sehe ihn. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor!
Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdievers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Komischer Kerl. Das große Ding geht kaputt? Nee. Oh, es speichert, sehr gut. Das klang ja lecker. Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Okay. Ja, wo ist das Schwein? Ach, da oben ist das nächste. Ich kann mich immer noch nicht so wirklich hier dran erinnern. Sehr viele Zähne. Gucken wir mal, ob man mein Messer irgendwie... Nee, 800 brauchen wir dafür. Ich glaube, das ist dann die letzte Stufe. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Hat wohl was von einem Irrenhaus, ja. So. Wo gehen wir denn mal zuerst lang? Also da haben wir eine Tür, da haben wir eine Tür, da haben wir eine Tür. Müssen hier wohl überall mal hin. An sich gibt es hier nichts mehr zu finden, außer hier unten. Gut, dann gehen wir hier einfach mal in die erste Tür. Ah ja, okay. Da sehe ich, was es hier verstopft. Na dann, wollen wir einmal. Hui. Schmeiß ein Ball, ein Feuerball. Geht doch. Oh, da rennt beide Arme weg. Das hier muss ich wohl einmal zerdeppern, wie es aussieht.
Okay. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Ja, das will ich. Oh Gott. Das Spiel ist echt schräg. Oh, noch 5 Zähne. Mist. Beinahe. So, was gibt's hier? Aha. Ich wollte eigentlich ausweichen. Wow, hier gibt's aber viele. So, die müssen erstmal alle kaputt gemacht werden hier. So, das war's. Okay, das ging jetzt eindeutig einfacher. So. Wir können meine Klinge verbessern. Wir haben jetzt genügend Zähne. 800. So, das war die letzte Stufe, glaube ich. Oh ja, das geht jetzt schön schnell. Ja, danke schön. Sehr wahrscheinlich. Alles schön und gut, aber meine Schneegewalt braucht ein ganzes Orchester. Ja, ja. Doch, was kriegen wir da? Für einen Gegner hier kriegen wir auf jeden Fall keine Zähne. Ah ja. Oh, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte meine Bombenklinge. Aua! Okay, nur noch er. Das kriegen wir locker hin. Lila Schnitte, okay. Sehr schön. Gespeichert und fertig. Klingt alles nicht so wirklich schön für die Ohren. Mal gucken, wie er jetzt richtig singt. Es gibt ein Problem. Ich finde den Takt für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Hä? Bist du bereit? Was soll ich denn machen? Mit was? Ja, okay. Was? Habe ich doch gedrückt, oder?
Ich hab gedrückt, verdammt! Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Ah, aber bitte wirklich. Wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Na, das wird ein Theaterstück. Oh, du meine Güte. Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, nein. Es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Ja, sehr schön. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Erstmal schauen wir hier noch nach, was wir hier haben. Oh, da gibt's wieder Rosenfarbe. Ich weiß gar nicht, wie sieht mein Leben aus? Sehe ich ihn nicht. Super. Na gut, wir riskieren es mal und gehen erst hier oben rein. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Hallo? Ich bin drin. Ach ja, so war schon wieder. Wieso ging das eben gerade nicht höher? Ups, dann Alan. Ich glaube, ich werde gut getroffen. Hoffe ich ja schon fast, dass ich nochmal neu anfangen darf. So schlecht, wie das hier vonstatten geht. Oh, noch einmal. Das wird spannend. Okay. Spannung vorbei. Darf ich das nochmal versuchen? Ich nehme es mal an, oder? Muss halt nur nochmal da hoch. Probieren wir es noch einmal aus.
2D-Spiele sind manchmal schwieriger als 3D-Spiele. Warum hängt das Spiel hier so? Nach oben komme ich nicht mehr. Na denn. Ja, mit der Rosenfarbe. Blub. Hey, noch eins. Ein bisschen Pepper. Hey, speichert. Ich habe gesehen, es gibt hier neue Zähne einzusammeln. So, sehr schön. Hier ist jetzt aber nichts mehr drin, nehme ich mal an. Die Katze müssen wir jetzt natürlich auch nicht mehr aus dem Sack holen. Es speichert. Hoppala. Ich konnte gerade nicht weg. Okay. Ich habe eigentlich Regenschirm betätigt, aber von der Seite funktioniert das wohl nicht. Möchtest du fortfahren? Aber natürlich. Wie nett und lieb die mich immer fragen. Hallo? Ich will runterhüpfen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na, so wird das natürlich nichts. Also die Kampfführung ist manchmal, lässt echt manchmal zum Wünschen übrig. Sobald mehr als zwei da sind, ist manchmal echt bescheuert. Das heißt, wenn man, erst recht, wenn man natürlich bei zwei gleichzeitig ein bisschen taktisch vorgehen muss. Ach komm, schwarze erst. So, geht doch. Oh, noch einer. Na super.
Hey, wir haben es geschafft. Und die Auster schläft natürlich im Bett. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Ach, das war's schon. Okay. Also die Auster war jetzt, sage ich jetzt mal, das Einfachste. Hier gab es einfach nur einen Kampf und das war's. Wenn ich bei allen anderen irgendwie ewig lang umherwandern musste und Aufgaben lösen musste, ging es hier echt am schnellsten und einfachsten. Einfach nur kämpfen, gewinnen, gut ist. Nichts versteckt oder sowas? Nee, scheint nicht so. Ein Bett. Wir haben uns hier generell noch nie umgeguckt. Na, da bin ich jetzt mal auf das Theaterstück gespannt. Mal schauen, was passiert. Da dürfe ich jetzt erst noch durchschüpfen. Na super. Okay. Yeah, und dran vorbei. Wahnsinn! Hast du das gesehen? Gibt's aber keinen versteckten Gang oder sowas, oder? Also Weg. Nee, scheinbar nicht. Aber hier gibt's bestimmt wieder Gegner. Auch nicht, okay. Hier habe ich was gehört. So, hier gab es jetzt also was. So, da hinten muss ich hin. Was ist hiermit? Aha, okay, hier kann ich auch hin. Ein paar extra Zähne. Okay, sehr schön. Oh. Guck mal an. Wo geht's hier hin? Achso, das war für die Schnauze gedacht wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Na gut, wir kommen ja auch von hier aus dorthin. Einmal das Schlüssellöchlein. Ein bisschen spionieren. So, was haben wir denn hier? Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig alles. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde.
Das kann ich mir denken. Da gab es bestimmt schon mehrere Backsteinhäuser. So, hier rüber. Und jetzt wird es bestimmt gespeichert und dann hören wir auf mit dem Teil. Okay, noch nicht. Aber jetzt wird bestimmt gespeichert. Noch eine Miesmuschel. Okay, jetzt hat's gespeichert. Auch jetzt, wo es eigentlich wieder anfängt mit Kämpfen. Aber egal. Also, es hat gespeichert. Der Teil ist vorbei. Wir haben über 30 Minuten. Hat genau gepasst. Na, fast genau. Wir haben 31 Minuten. Hat fast gepasst. Ja. Was gibt's da zu sagen? Wir haben eine Miesmuschel aufgeweckt. Wir haben so einen komischen Singsang-Fisch irgendwie, der überhaupt nicht mal singen kann. Dazu überredet, mitzumachen bei dem Stück. Wir haben die Krake jetzt gefunden, die das Stück geschrieben hat oder was auch immer. Das wird ein Chaos-Theaterstück. Okay, meine Freundin schreibt auch schon die ganze Zeit. Ich muss ja endlich mal antworten und ja. Wenn es euch gefallen hat, dürft es mir gerne zeigen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr wollt keinen weiteren Teil hiervon verpassen, dürft ihr gerne mich auch abonnieren und Abonnenten bleiben, hoffe ich doch. Oh, beziehungsweise wir sehen uns dann auch bei anderen Let's Plays eventuell, falls die euch auch noch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß auf meiner Kanalseite, beziehungsweise woanders auf YouTube und bis dann. Tschüss.